So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda. Nein, falsch. Das war falsch. Das habe ich gerade noch aufgenommen. Das war falsch. Bei The Witness machen wir weiter. Hier glitzert es noch vom Naturrätsel das letzte Mal, oder was? Das ist ja auch interessant. Wird das so krass gespeichert? Das ist ja cool. Okay. Das hier haben wir noch gemacht. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Das letzte Mal waren wir in der Höhle. Und haben da. Oh, das sehe ich jetzt. Was zum. LOL. Das geht ja gut los. Sehe ich noch vielleicht irgendwas von hier oben? Ja, das letzte Mal haben wir in der Höhle erst diese ganzen Rätsel bei der Schiene gemacht. Die haben wir dann, glaube ich, auch alle gehabt. Meine ich zumindest. Und dann bin ich raus und habe kurz das mit dem Teich gezeigt, dass der die Karte praktisch widerspiegelt. Wahrscheinlich habe ich da ein paar Sachen falsch gesagt, das kann gut sein. Das werden wir noch sehen. Und in der Zwischenzeit konntet ihr natürlich schon andere Parts kommentieren und da habt ihr unter anderem kommentiert, dass die Filme zu Naturrätseln dazugehören. Also da gibt es offensichtlich Stellen, wo man dann ein Naturrätsel anfangen kann. Und einer von den Filmen geht eine Stunde und man muss da die ganze Zeit über das Naturrätsel festhalten, weil der Anfang ist am Anfang und das Ende ist am Ende vom Film. What the fuck? Ich werde niemals alle Naturrätsel haben. Es ist natürlich total bescheuert. Ja, dann habe ich haufenweise Sticks in dem einen Part vergessen und übersehen. Da hat mir Aggressor Timestamps gemacht zu verschiedensten Stellen. Das werden wir auch mal alles irgendwann durchgehen. Hoffe ich. Und jetzt gehen wir, würde ich sagen, erstmal wieder zur Höhle zurück. Weil das ist schon. Ah, what the fuck, Mann. Ach ja, und dieses Naturrätsel bei der Brücke, da habt ihr geschrieben, warum bist du nicht einfach auf den höchsten Punkt in der Nähe gegangen? Ich weiß nicht, welcher das ist. Da ist ja kein Turm so richtig in der Nähe. Ich meine, da oben. Wo war ich denn nicht drauf? Von da oben vielleicht geht das? Ach, das ist mein Turm. Etzala. Etzala haben wir den Turm gefunden, glaube ich. Ist hier eigentlich auch noch Naturrätsel innen drin oder so? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Die Linien hier sind doch bestimmt auch irgendwas. Na, von hier aus sehe ich nichts Neues. Zumindest nichts Naturrätselhaftiges. Ach ja, und zu dem Anfangspunkt habt ihr auch geschrieben, dass das mehrere Naturrätsel offensichtlich sogar sind. Und dass die teilweise auch was Wichtiges machen. Außerdem, was ich auch schon weiß, ich will es nur kurz erwähnen, dass ihr wisst, dass ich es auch weiß. Aggressor meinte, manche Leute sagen eventuell, ich müsste das Spiel neu starten, kurz vor Ende oder so, und dass das nicht so wäre. Kann ich das jetzt von hier? Vielleicht noch eins weiter hoch. Aber es hat schon gezündet, das ist schon mal gut. Wenn es zündelt, ist es gut. Was wollte ich noch sagen an Kommentaren? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, das war soweit alles Wichtige erstmal. Den haben wir gemacht, ne? Das ist auch ausgelöst. Okay. Okay, jetzt aber. Ah, sehr schön. Da ist mein Weg. Perfekt, und wieder runter. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht noch eins hier vergessen habe. Von hier oben kann man bestimmt mehrere machen, aber hey.
So. Gut. Ja, wie gesagt, die Sticks hole ich nach. Mache ich jetzt nicht. Das machen wir bei einem Extra-Part oder. Ach, ich sage immer, das machen wir in einem Extra-Part und am Ende mache ich es dann wieder nie. Jetzt möchte ich aber jedenfalls erstmal. Also meine Priorität hat im Moment die Höhle. Ich hoffe, das kann man verstehen. Und ich entschuldige mich, wenn ich etwas da bin. Wie gesagt, ich habe gerade. Waren es 5 Parts oder 4 Parts? Ich weiß, ich habe gerade lange Zelda aufgenommen. Wo war denn jetzt der. Hier. Ah, deswegen habe ich das nie gesehen. Da läuft man nämlich echt schnell vorbei. Ich meine, ich musste da ja eh nie hin, deswegen. Das wäre eh Quatsch gewesen. Man kommt ja grundsätzlich erst aus der Höhle raus und dann dahin. Aber ja. So, dann müssen wir uns jetzt mal um diese komischen. Okay, wir können auch erstmal das hier aufmachen. Also an jedem muss ich, darf ich nur einmal vorbei. Na, das ist ja nicht so schwer. Oh. Da ist ein Problem. Dann muss ich halt. Ah! Dann muss ich so runter. Dann muss ich so runter. Jetzt passt die Geschichte. Wo komme ich denn da rein? Ach so. Ach so. Das ist auch ein Weg nach draußen. Okay. Das ist jetzt auch ein Weg nach draußen. Ah, ich verstehe. Gucken, ob ich hier Naturrätsel oder sowas ausmachen kann. Sehe ich jetzt aber spontan nichts. Okay, gehen wir wieder rein. Und hier kann ich wahrscheinlich. Ja, okay, das ist halt dann der Fahrstuhl, der rauf und runter fährt. Das brauchen wir nicht extra. Oder gilt das als gelöstes Rätsel, wenn man es einmal gemacht hat? Können wir gleich mal kurz gucken. Ah, ne, können wir nicht. Das zeigt ja nur an, wenn es lädt, was für Dinger man hatte. Dann kann ich auch hier weiterlaufen. Hier gehen wir jetzt noch nicht hoch, sondern wir gehen zurück. Ach so, ich muss da. Ja, das hoch war. Ja, genau, hier will ich hin. Ist schon richtig. Ich will jetzt nur nicht weiter hoch. Ich will. Warum kann man extra hier hin? Kann man von hier aus was auslösen? Na, das sieht irgendwie nicht so aus. Nee, ich weiß nicht, warum ich hier hingehen kann. Ich kann's halt. Hier komme ich runter, ne? Ich will zu den Platten am Boden. Unter anderem. Unter anderem möchte ich gerne zu den Platten am Boden. Ja, genau. Da fehlen uns erstmal noch hier die Geschichten. Das da haben wir gemacht. Aus irgendwelchen Gründen. So. Ich glaube, hierfür könnte ich gleich wieder Paint aufmachen. Ich kann alles drehen und wenden, wie ich lustig bin, aber ich muss letztendlich alles einbauen. Das mache ich nicht ohne Paint. Wir gucken erstmal, was wir ohne Paint machen können. Vielleicht reicht das für den Part schon. Ich weiß es ja nicht. Wie lange ich für alles brauche. Das hier sollte ohne Paint funktionieren. Ich muss die trennen und gleichzeitig muss ich die zusammenlassen. Also ich muss die weißen von den. Ja, gut. Und jetzt müsste ich aber die noch trennen. Ach, das war es ja schon. Okay, das war einfach. Das ist jetzt nicht so nett. Das ist so überhaupt nicht nett.
Weil das bis hier, oh Gott, das mischt sich jetzt ja alles durch. Können wir bitte nicht? Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass die Farbe die gleiche ist wie die oder so ein Kram. Aber das ist ja niemals hier alles die gleiche Farbe. Aber so sieht's schön aus. Schade. Oh Gott, wie mache ich das denn? Da muss ich ja. Ah. Muss ich das jetzt alles Stück für Stück mir überlegen, was was ist? Können wir bitte nicht? Können wir das erstmal lassen? Ich würde lieber erstmal Zeit damit verschwenden mit Dingen, die ich vielleicht kann. So, hier muss ich erstmal mir einen Weg suchen, den ich offen lasse. Und dann müssen alle eingebaut werden. Also optimal wäre natürlich einfach so ein Würfel außenrum, aber das geht natürlich nicht. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, was für ein Sound. Ich fange mal hier an und baue das hier ein. So komme ich doch. Also okay, so komme ich weder darum, noch kann ich den da hinten. Kann ich denn? Das Problem ist ja schon, ich muss ja die Dinger selber einbauen. Aber so geht das ja gar nicht. Egal wie ich das drehe und wende, ich kann das ja so nicht einbauen. Und die nächste Frage ist, ist das Ding in der Mitte, zählt das als Block? Dass ich zum Beispiel sage, hey, oh, warte mal. So baue ich. Ich weiß ja, dass der da ist. Ich könnte jetzt sagen, das ist hier 3. Das ist hier 3. Das ist hier 3. Jetzt mache ich noch die 3 hier rein. Jetzt habe ich doch alle. Okay. Jetzt habe ich hier nur einen davon. Da ich Schwarz und Weiß trennen muss, könnte ich das so anfangen. Jetzt kann ich den Dreier aber nicht einbauen. Das ist jetzt absolut unmöglich geworden. Das ist jetzt ein absolutes Ding der Unmöglichkeit geworden. Schade. Ach, warte mal. Okay. Das hat sogar wieder so funktioniert, von vorne sich das anzugucken. Ob das jetzt immer so funktioniert? Alles, was ich jetzt tun muss, ist weiß und schwarz zu trennen. Ich weiß, da hinten ist weiß. Ja, das ist ja so. Oder muss ich die zum Beispiel auch von der anderen Seite nochmal lösen, dass es so auch gelöst werden muss? Also muss ich die dreifach lösen oder so, weil es halt 3 Ausgänge gibt. Eigentlich nicht, oder? Ich
Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Das fangen wir mal wieder. Das fangen wir mal wieder hier an. Das funktioniert doch genauso wie vorhin, genau. Wenn man sich gut hinstellen würde, dann würde es genauso wie vorhin funktionieren. Also ich sehe gerade das Problem nicht. So. Und ich habe da hinten noch was übersehen. Nein. Okay, also die Rätsel waren jetzt nicht mal so konzipiert. Ich dachte, ich muss bei jedem Rätsel muss ich mich irgendwie anders hinstellen und dann ist es aus einer anderen Perspektive richtig. Das hat so schon funktioniert. Finde ich gut. Was ich nicht gut finde, sind die zwei da. Also gut, hier für Paint. Das bereite ich bis zum nächsten Part vor. Die 5x5 Kästchen mache ich jetzt nicht. Aber das hier bereitet mir Sorge. Das hier bereitet mir richtig Sorge, weil ich halt absolut gerade nicht abschätzen kann. Boah, nee, da will ich mir jetzt gerade gar nicht Gedanken drüber machen. Das muss ich mir noch überlegen. Wir gehen mal ein bisschen höher. Wir gucken mal, was noch alles so kommt. Zumindest einen Teil können wir uns ja mal wieder angucken. Hier geht's ja zum Beispiel nach oben. Wohin geht's denn da? Ah ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sind nämlich schon mal ganz viele andere Sachen. Sehe ich jetzt vielleicht von hier aus ein neues Naturrätselchen? Nein, im Moment nicht. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir wieder so Knöpfe. Da haben wir auch so Knöpfe. Und da haben wir... Weiß ich nicht. Hä? Okay, das werden wir dann gleich sehen später. Ah ja, ich sehe das Problem. Wie komme ich da am blödsten vorher ran? Ich darf auf keinen Fall von oben runter gehen und... Ah, so muss ich aufhören. Das könnte gehen. Da muss ich aber vorher alle mitgenommen haben. Ja, geht. Jetzt werden es natürlich immer mehr. Das ist mir schon klar. Funktioniert aber auch. Oh boy. Ah, auch das geht noch. Oh, jetzt gehen wir in der Mitte los. Das darf ich schon mal nicht machen. Das darf ich auch nicht. Ich darf keine... Nee, ich darf nicht. Sobald ich zwei Sackgassen lasse, ist schon wieder vorbei. Wenn ich jetzt aber hier hoch zum Beispiel gehe... Ah ja, okay. Gut. Ach, da war noch eins. Das Ganze als Dreier-Version. Ach so, so hören wir halt auf dann. Okay. Dann können wir ja doch noch hier reingucken, was das jetzt ist. Hä? Hä? Ist das egal, wie ich das ablaufe? Hä? Ach so, ich sehe die dann erst blinken, wenn ich es einmal falsch habe, ja? Okay. Alter! Oder sehe ich das vorher?
von irgendeiner Perspektive. Nee. Also ich muss es erst ein paar Mal falsch haben, bis ich dann weiß, wo sie richtig sind. Ich nehme an, die sind diagonal. Ja, okay. Wie dumm ist das denn? Also Entschuldigung, aber da sind jetzt also die drei und das waren die drei. Okay, es bleibt bei den dreien. Ach, und da ist auch noch einer. Ja gut, man muss sich dann halt merken. Oh, das wird anstrengend. Die da. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Okay, ich sehe den Weg. Ich muss mir nur merken. Oh Gott. Da oben, den darf ich nicht vergessen. Okay, sonst kommt nichts dazu. Die da hier. Und da unten kommt jetzt noch einer dazu. Ah, okay, aber im Grunde nehme ich dann doch einfach alles mit, wenn ich hier einmal so durchgehe. Oder habe ich dann irgendwas vergessen? Eine schöne Schlangenlinie. Ach, ist das jetzt das Gleiche? Nur, dass ich nicht mehr durchschlängeln kann, ja? Okay. Oh, warte, wo waren die denn jetzt genau? Oh, shit. Ich glaube so. Ah, fuck. Genau den falschen erwischt. Ah. So. Okay. Und hier drüben aber dann sowas Ähnliches jetzt. Rollen kannst du mich woanders. Okay. Da drüben sind gar keine oder was? Was tue ich? Doch. Ach so. Aber wenn ich den jetzt so mitnehme, ist da drüben nicht einer gewesen? Ja, genau. Dann muss ich den so mitnehmen. Okay, das können wir erstmal gucken. Da drüben ist gar nichts. Ist der da drüben diesmal wirklich völlig irrelevant, ja? Ach, das war's schon. Okay. Okay. Ja, meinetwegen. Dann war das der Teil und der Teil. So mag ich das. Wenn so die Puzzlezahl einfach steigt, ohne dass man sich wirklich anstrengen muss, ist das gut. Das wird nur nicht so lange so bleiben. Okay, dann bereite ich fürs nächste Mal Paint vor. Und wir haben mal wieder einen etwas kürzeren Part. Hooray. Finde ich gut. Da die schon echt viel, oft viel zu lange waren. Und das nicht so bleiben muss. Und dann machen wir das nächste Mal den hier. Weil da will ich jetzt über Gedanken will ich da jetzt eigentlich echt nicht. Das sind halt einfach viel zu viele Möglichkeiten, das Zeug zu verbinden. Das mache ich lieber mit meinem Rumgezeichnet. Das ist deutlich schöner dann. Aber das hier, das wird ein. Vielleicht mache ich da dann auch mit Paint. Ich kann halt zum Beispiel so Sachen sagen wie. Das hier wird zu blau, wenn es unter Gelb liegt. Also müsste das ja grün sein. Richtig, genauso hier. Genauso hier.
Was ist denn dann noch alles grün? Boah, nee, das muss ich mir in Ruhe, muss ich mir da Gedanken machen. Jetzt nicht. Jetzt lassen wir den Part so schön so kurz, wie er ist. Da wollen wir nicht mehr dran rumrütteln. Danke fürs Zuschauen und tschüss.